Ja, schönen guten Abend zum Yin-Yoga mit Johanna und mit Heike. Wir wünschen euch eine energiereiche Stunde, so damit ihr mit einem ganz wohligen, schönen Gefühl in den Abend starten könnt. Spüre in einer bequemen Sitzposition einfach mal deine Atmung, wie sie eingeht. Füll deinen Brustkorb, spür Länge in der Wirbelsäule. Und wieder diese Ausatmung loszulassen, dich leer zu atmen. Einfach die Atmung bewusst aufzunehmen mit der Einatmung in die Länge. Schädel, Scheitel nach oben, Wirbelsäule lang zu ziehen. Und mit der Ausatmung loszulassen, in die Matte zu sinken. Immer mehr, wie du Sauerstoff aufnimmst mit deiner Atmung und alle verbrauchte Energie von deinem Tag ausatmest. Vielleicht möchtest du auch über den offenen Mund ausatmen. Dieses Ha. Schließ deine, verklinke die Finger mit der Einatmung nach oben einatmen, ganz lang. Spür diese Länge. Und mit der Ausatmung loslassen. Einatmen, verklinke die Finger, Länge. Und ausatmen. Einatmen, Länge. Und aus. Verziehe deine Hände. Lass erstmal dein Kinn aufs Brustbein, sodass du im Nacken die Dehnung spürst, rund die Wirbelsäule machst. Mit der Einatmung richte den Blick zu mir. Mit der Ausatmung lass die Schultern leicht sein. Geh in die seitlichen Flanken, einatmen die Länge. Spür, wie die Sitzbeinhöcker in die Erde schieben, in die Matte. Ausatmen. Einatmen in die Länge. Ausatmen. Fächere deine Hand, die Finger. Versuch den Ellenbogen auf die Erde zu schieben. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Die letzte Runde. Einatmen. Ausatmen. Das letzte Mal. Einatmen. Ausatmen. Verklink deine Hände. Atme ein. Nochmal in die Länge. Atme aus zur Seite. Dreh die Daumen ein. Mach dich rund aus. Kinn aufs Brustbein. Ein. Lange Wirbelsäule. Aus. Ein. Aus. Das letzte Mal. Ein. Und nach unten aus. Nimm dein linkes Bein hier in die Länge. Spür, wie die Sitzbeinhöcker auf der Erde sind. Dreh den Oberkörper zum Bein. Verkling deine Hände, atme ein. Und mit der Ausatmung drehst du dich und die Hände gehen an den Außenknöchel und du drehst den Blick hier durch die Achselhöhle. Und bleibe hier, spür diese Länge an deiner Seite. Und atme in deine rechte seitliche Flanke. Richtig Länge in die Arme zu bringen, Länge
in deine Seite. Und dann nimmst du deine rechte Hand an den Kopf und ziehst und öffnest dich hier. Öffne den Brustkorb. Deine andere Hand bleibt am Knöchel. Zieh dich auf, spür, wie es gut tut, dich aufzudehnen. Spür immer wieder das bewusste Atmen, die Ein- und Ausatmen. Fächere auf hier deinen Ellenbogen. Und dann lässt du diesen Ellenbogen hier nach unten und überwechseln. Die rechte Hand geht an den Knöchel und die andere Hand greift nach hinten am Boden und wie so eine Schere auseinander. Zieh tief beide Pobacken auf die Erde. Zieh dich lang. Und jetzt spürst du in die rechte Nierenkraft zu atmen, Länge wieder, in dein Faszien Sauerstoff zu bringen. Atme ein, zurück, verkling deine Hände nochmal, dein Oberkörper bleibt in Richtung Beinlänge. Und wir lassen nun los und über das Bein einfach fallen lassen, ganz leicht. Die Schwere des Kopfes hier nach unten. Die Atmung. Spür immer mehr das Ankommen. Auf der Matte bei dir selbst. Komm Schritt für Schritt hier zurück und wir gehen ganz leicht in den Yin-Drehsitz. Einfach das Bein kreuzen. Wer möchte, kann gerne sein rechtes Bein ausstrecken. Ist jederzeit möglich. Oder hier bleiben. Atme ein in die Länge, nochmal die Hände bleiben jetzt geöffnet. Ganz lang, zieh dich lang. Spür die Länge in die Wirbelsäule. Und komm ganz leicht hier. Umarm dein Knie und schau nach hinten. Dieses Drehen deines Oberkörpers von deinem dritten Energiehaus, Manipura Chakra, aktiviert Magen- und Darmbereich. Und lässt diesen Juwel von deinem dritten leuchtenden Chakra nach oben und nach unten strahlen. Das Manipura-Chakra steht so für die Lebenskraft. Die Lebenskraft leuchtet nach oben und nach unten. Die Lebenskraft steckt in deiner Mitte. Spür, wie es gut tut, dich so auszudrehen. Vielleicht hast du sogar ein paar Tage oder ein, zwei Wochen Pause gemacht im Yin-Yoga. Dann spürst du natürlich die Einheit noch intensiver heute. Wir bleiben noch im Drehsitz. Und wir drehen nur den Oberkörper auf die andere Seite. Einfach nur aufdrehen. Schau über die rechte Schulter hinweg. Löse, öffne deine Spirale in den Beinen hier zur Seite.
Atme ein in die Länge nochmal. Zieh dich lang, ganz lang. Mach dich auf. Spür, wie du Platz und Raum zwischen deine Wirbelkörpern schaffst. Und dann lässt du langsam deine linke und rechte Hand hier nach unten und wanderst mit deinen Händen nach vorne. Wandere. Und dann gibst du mir nur einen kurzen Blick nach vorne und versuche gerne die Ellenbogen hier aufzusetzen und den Kopf wieder die Schwere des Kopfes hier loszulassen. Und die Innenseiten deiner Beine, dein Fasziennetz hier zu weiten, mit Sauerstoff zu versorgen. Lass Kiefer und Zähne auch los und leicht sein. Und dann kommst du langsam, Schritt für Schritt nach oben. Wir haben immer eine rechte und linke Seite. Wir wechseln hier das Bein, einen halben Schmetterling. Du drehst den Oberkörper wieder hier. Nach zu deinem langen Bein verklingt deine Hände einatmen in die Länge. Mit der Ausatmung komm hier tief und die Hände gehen zum Knöchel deines rechten Beines und schau hier durch. Dehn dich in der seitlichen Flanke aus. Für Länge und Atmung. Nimm deinen linken Arm an den Kopf und öffne im Ellenbogen, dann öffne deine Brustwirbel. Spür, wie es gut tut. Atme ganz wachsam, lass deine Augen offen. Jetzt lässt den Ellenbogen nach unten und wir wechseln die Arme zum Knöchel und eine nach hinten und es geht wie zwei Scheren auseinander. Zusammen. Wir nehmen dieses lange Bein wieder in den Drehsitz. Du kannst jederzeit dein linkes Bein ausstrecken, wenn du möchtest. Atme ein in die Länge. Und dann kommst du hier in einen leichten Drehsitz, in den Yin-Drehsitz. Beide Pobacken sind schön geerdet. Dreh dich auf wieder, unser Manipura-Chakra. Für die Lebenskraft steht. Es leuchtet nach oben und nach unten, auch leuchtender Juwel genannt. Spüre ganz bewusst immer wieder deine Ein- und Ausatmung, dass sie fließen.
noch auszuharren zu bleiben. Du drehst nur den Oberkörper auf die andere Seite. Wir lösen den Knoten auf und gehen hier zur kurzen matten Kante mit den Füßen. Hüftbreit geöffnet, einatmen, verklingt die Finger wieder. Länge. Gerne auch mal den Blick nach oben. Wie wenn du dich nach oben ziehen würdest. Und zieh die Pobacken aber in die Erde. Und dann kommst du ganz leicht hier über deine Beine und lässt los. Lass den Kopf los, die Stirn los, einfach loslassen. Jetzt atme gerne mal bewusst nochmal in die Körperrückseite ein und aus. Auch wieder mit dem H die Ausatmung. Ganz langsam nach oben zurück. Wir kommen mit deinen Beinen hier über die Seite nach hinten. Nimm deine Arme nach vorne und setz dich nach hinten in die Stellung des Kindes. Dehn dich nun mal aus. Erde die Stirn. Und jetzt wandern wir einfach mal mit den Händen hier auf deine rechte Seite und du dehnst nochmal die seitliche Flanke aus. Geh so an dein Maximum, was möglich ist für dich. Dann wanderst du von deiner rechten Seite auf die linke Seite und auch hier an dein Maximum, was möglich ist. Dehn dich aus. Zurück in die Mitte, in den Vierfüßlerstand. Atme ein, hier in die Länge. Und mit der Ausatmung mach dich ganz rund, mach dich klein. Beweg dich hier im Fluss der Atmung. Einatmen in die Länge. Und ausatmen. Für dich selbst einatmen in die Länge. Und ausatmen. Ist
Setz dich mal ein, bleib neutral und stell hinten den Fußballen auf. Ich möchte nur mal in den herabschauenden Hund gehen und die komplette Körperrückseite zu dehnen, auszudehnen, aufzumachen. Und bleibe hier, geh an dein Maximum, was möglich ist. Setze deine Anker, deine Handflächen, die Fußsohlen, gerne leicht die Fersen nach außen. Dein Kinn aufs Brustbein. Spüre die Öffnung der Beinrückseite und deines Oberkörpers. Lass dein Herz nach hinten leuchten und diesen leuchtenden Juwel auch nach hinten auf deine Körperrückseite scheinen und ausbreiten. Verteile ihn mit deiner Atmung, diese Leuchtkraft, sodass dein Körper nach vorne und nach hinten leuchtet. Du steigst dann mit deinem linken Bein zwischen deine Hände, werde dein rechtes Knie in den Drachen. Komm nochmal mit deinen Händen nach innen und bleibe hier oben. Öffne nochmal den Hüftbeuger, der oft sehr verkürzt ist. Und spüre in dich hinein. Gerne auch hier auf die Außenkante kannst du deinen Fuß oder den ganzen Fuß aufsetzen. Ist alles richtig. Schön in den Drachen hinein dehnen, hineinfallen. Wir öffnen uns nochmal mit der linken Arm und Hand und du legst ihn nochmal auf den Rücken, ab den Arm und schaust über die linke Schulter in die Rotation. Unser Thema heute, Manipura Chakra, durch dieses Drehen aktivieren wir die Lebensenergie, die Leuchtkraft in deinem Körper. Kommst du mit deinem linken Arm nach vorne und du steigst Fußballen rechts nach hinten nochmal in den herabschauenden Hund und bleibst für ein paar Atemzüge. Rechter Fuß geht vor, links erdet sich, schieb vor. Gerne Außenkante, die Arme nach innen und bleibe hier. Lass dich in den Drachen fallen, dehnen. Spür dich, fühl dich, wie es dir geht. Jederzeit auch den Fuß wieder aufstellen. Atme ein, dein rechter Arm geht nach hinten und lass ihn hinten über deinen Körper los und schaue die rechte Schulter.
zurück, einatmen. Hinten links Fußballen, herabschauender Hund, nur mein Bleib für ein paar Atemzüge. Komm mit deinen Knien auf die Matte. Knie und Becken eine Linie, die Arme nach vorne. Wir dehnen nun mal im Panther den Brustkorb aus. Du kannst jederzeit auch dein Kinn aufstellen. Spür mal, wie es gut tut, die verkürzte Brustwirbelsäule, den Brustkorb hier auszudehnen. Dann kommst du Schritt für Schritt wieder hier nach hinten und wir gehen nun mal in die Stellung des Kindes. Nimm aber die Arme hier seitlich und lass die Schultern leicht sein. Lass die Schultern nach vorne fallen, die Arme ganz leicht. Komm nach oben zurück, richte dich auf. Wir nehmen die Beine nach vorne. Schau, ob du hinten Platz hast. Wir legen uns auf den Rücken nach unten ab. Komm nach unten ab. Beweg dich jetzt erstmal hier auf der Zahl 8. Massier dich, fahr nach. Komm in den liegenden Schmetterling. Nimm deine Arme hier über den Schädel hinaus. Fühl diese Verbundenheit mit der Erde. Die Atmung und diesen leuchtenden Juwel hier in deine Körpervorderseite. Alles leuchtet nach vorne wieder. Nach oben, nach unten.
Und mit deinen Armen nach vorne, stell die Beine hüftbreit auf und heb einfach mal nur dein Becken nach oben. Dein Kinn aufs Brustbein. Zum Ausgleich. Und bleibe. Du kannst jederzeit mit deinen Fingern die Fersen berühren. Und öffne dich hier nochmal im Hüftbeugebereich. Spüre die Ein- und Ausatmung immer wieder ins bewusste Atmen zurückkommen. Auch gerne das Haar nochmal. Spüre deine Bauchdecke, wie sie sich hebt und senkt. Roll dich Wirbel für Wirbel für Wirbel nach unten ab. Öffne dich einfach hier nochmal nach außen, die Knie ranziehen. Rechts, links, nur unterer Rücken. Steck nochmal beide Beine hier nach oben in den Yin-Schulterstand, unser Abschluss für mich. Ich übergebe dann der Heike, die mit euch den Abschluss macht in dieser Stunde. Wir bleiben hier ein paar Atemzüge. Zeit, dein Fußgelenk auch hier mit Kreisen noch in einer Richtung in die andere. Die Knie wieder ranzuziehen. Immer ganz klein dich zu machen, die Stirn nochmal zu den Knien zu ziehen, so in dich zusammenrollen. Und ich gebe an die Heike weiter. Danke, Johanna. Ja, wir bleiben ganz kurz noch in dieser Position und rollen uns ganz klein einfach mal ein bisschen hin und her. Spür mal deine Wirbelsäule. Massage. Atme ganz bewusst durch die Nase ein und durch die Nase aus. Und beim nächsten Mal ziehst du die Beine zu dir ran und kommst vorsichtig nach oben. Ich möchte heute gerne zwei Übungen mit euch machen, wo wir wirklich ein bisschen loslassen und mal ein bisschen ausschütteln. Alles mal von uns weg. Dazu nehmen wir die Beine mal über die Seite, kommen in den Vierfüßler. Und aus dem Vierfüßler in den Hund, der nach unten schaut. Bleibe hier noch drei tiefe Atemzüge. Dann atme ein und komm ganz langsam mit den Füßen zu deinen Händen. Und hier bleibst du auch drei tiefe Atemzüge. Genieße nochmal diese ganze Vorbeuge.
Spür nochmal die Dehnung in der Beinrückseite. Unteren Rücken. Lendenwirbelbereich. Und mit der nächsten Einatmung kommst du mal in die halbe Vorbeuge. Und dann lass den Kopf locker, atme ein und komm über die Seite nach oben. Und schließe. Vor deinem Herzen, dreh dich zu mir und lass die Hände los, seitlich zu deinem Körper. Öffne deine Füße ganz leicht rechts und links und stelle dir vor, du hast eine Axt in der Hand. Atme ein und öffne deinen Brustkorb ganz weit. Stelle dir das Holz vor dir vor und atme aus und komm tief. Atme wieder ein. Die Übung nennt man auch Holzhacken. Und aus. In deinem Rhythmus. Schön den Brustkorb öffnen. Knie leicht nach außen. Dein letztes Mal und dann bleibst du unten. Pendel dich hier aus und bleibe hier. Strecke deine Beine. Lass den Kopf locker, Halswirbel. Spür nach. Dann atme ein und komm ganz langsam wieder Wirbel für Wirbel nach oben, die Füße wieder hüftbreit, über die Seite. Atme ein und schließe vor deinem Herzen. Atme aus. Lege deine Hände mal auf deinem Herzen ab. Spür deinen eigenen Herzschlag. Schließe kurz die Augen. Hör deinen eigenen Atem, wie er kommt und wie er geht. Und dann atmest du ein und lässt deine Hände mal in die Seite fallen und ausatmen. Und jetzt lässt du mal los. Alles loslassen. Gehst leicht in die Vorbeuge, die Arme mal locker und schüttelst einfach mal die Arme. Alles von dir weg. Auch den Kopf locker lassen. Richtig ausschütteln. Vielleicht auch mal nach rechts gehen. Mal nach links. Auch mal vielleicht wieder hoch und wieder tief. Trau dich. Spüre in deinem Körper, wie gut es tut. Auch hier gerne einatmen und gib mir ein Ha. Und beim nächsten Mal bleibst du wieder unten. Pendel dich aus.
pendel dich wirklich aus. Dein Körper, deine Arme. Und bleibe kurz. Und dann atmest du ein und gehst ganz sanft in die Knie zum Nachspüren. Wir legen uns auf die Matte. Mach dich ganz lang. Strecke die Beine, leg den Oberkörper ab, öffne deine Arme, Handinnenflächen, richte Decke zeigend, lass los und spür nach. Lass deinen Gedanken freien Lauf. Stelle dir selber die Frage, wie geht es mir? Wie fühle ich mich jetzt? Atmest du ganz tief ein und aus. Bewege wieder deine Finger, deine Füße. Lass sie kreisen. Spür dich wieder. Und dann legst du dich mal auf deine Schuckerseite. Stütz dich ab und komm ganz langsam nach oben zum Sitzen. Genau. Und dann atmen wir alle zusammen nochmal ein. Schließen, atmen aus zur Stirn, zum Herzen. Und ich sag vielen lieben Dank für die wunderschöne Stunde, Johanna. Sage euch vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Namaste.